next pair, representing the United States, Alicia Starbuck and Kenneth Shelley. Das nächste Paar sind die Zweiten der amerikanischen Meisterschaften im Paarlaufen. Es ist Alicia Starbuck und Kenneth Shelley. Sie kommen aus Birmingham in Alabama, sind 17 und 18 Jahre alt. Geschwister, Schüler, Doppelsalcho. Fünffacher Kopfachsel. Ein großartiger weggeworfener Achsel, ein fliegender Achsel. Das amerikanische Paar hat sich schon voriges Jahr international vorgestellt, doppelter Toe Loop. Sie waren 13. in Grenoble bei der Olympiade und 11. in Genf bei den Weltmeisterschaften. Wir übermitteln Ihnen diese Sendung in Farbe und ich möchte mich bei den Besitzern eines Farbgerätes entschuldigen, wenn ich manchmal die Farbe der Kleider oder Startanzüge sage. Gehobene Achsel. Die ISU hat ja wieder neue Bestimmungen erlassen bezüglich der Paarläufer. Es dürfen keine Heber mehr gemacht werden, die unterhalb der Hüfte gestützt werden. Es fallen also so Heber wie Rad und Rad-ähnliche Figuren weg.
oder sie werden gemacht und dürfen nicht gewertet werden. Sehen Sie, das ist schon so ein Streitfall. Aber das sind natürlich Regeln werden gemacht, aber so ganz genau hält man sich ja doch nicht danach. Es spielt auch gar keine Rolle, wenn ein oder die andere Figur hineinkommt, wenn das Programm dadurch schöner wird. Butterfly? Und eingesprungene gegen gleiche Waage. Das waren also die zweitbesten Amerikaner, Alicia Starbuck und Kenneth Shelley aus Alabama. Natürlich sind sie der Liebling in der Broadmoor Arena. Es ist ein ähnlicher Fall wie in Deutschland mit Haus Hefner. Auch dieses Paar wurde dort ganz besonders akklamiert. Die beiden sind ziemlich gleich groß. Dadurch tun sie sich bei Hebefiguren vielleicht nicht schwer, das will ich nicht sagen. Aber es wirkt nicht so effektvoll, als wenn die Dame um ein Stück kleiner ist. Hier wird noch einmal in Zeitlupe der weggeworfene, hohe, fliegende Achsel gezeigt. Man sieht hier ganz deutlich die Drehung. Man sieht auch, wie sie den Spielfuß noch ein bisschen vorne hat, wenn sie landet. Das ist ein kleiner Fehler, ein Unsicherheitsfaktor. Das sind die Noten für den Inhalt. 5,6, 5,6, 5,7, 5,7, 5,6, 5,7, 5,4, 5,5 und 5,6. Ich glaube, das Paar kann mit dieser Wertung zufrieden sein. Das Publikum scheint es nicht zu sein. Aber ich glaube, das ist nicht richtig. Die Wertung ist bestimmt gut und gerecht. Wenn Sie vielleicht noch den Lauf des russischen Europameisterpaares vor sich haben, die also zwischen 5,8 und 5,9 hatten, ist also hier die Wertung im Durchschnitt von 5,6 und 5,7 mehr als berechtigt. Ich glaube sogar, es ist sehr, sehr nett bewertet. Und hier haben Sie die zweite Wertung für die Ausführung. Ebenfalls 5,6, 5,6, 5,6, 5,7, 5,6, 5,7, 5,5, 5,5 und 5,6. Eine durchschnittlich sehr gute Wertung für Starbuck Kelly.